Hi und herzlich willkommen zurück zum RC3 in Monheim auf der R3S. Wir sind jetzt für den nächsten Talk erreichbar im Hackend über IRC im Channel RC3-R3S oder auf Twitter unter dem Hashtag RC3R3S oder auf Mastodon unter demselben Hashtag RC3R3S oder über unseren Mastodon-Account @r3s@chaos.social. So, jetzt zum nächsten Talk. Viele Open-Source-Projekte werden relativ fast schon diktatorisch. Oft werden sie auch als BDFL, also Benevolent Dictator for Life, bezeichnet, geführt. Beispielsweise das Python-Projekt oder sogar das Linux-Kernel-Projekt selber. Wie es anders gehen kann, zeigen uns jetzt Nils Seidel und Alexander Hacker. Nils Seidel ist schon länger beim CCC, ursprünglich aus Dresden, mittlerweile im Rheinland unterwegs, arbeitet als Postdoc für die Fernuni Hagen und beschäftigt sich damit auch kooperative Systeme zu gestalten. Und der Alexander Hacker hat eine Bachelorarbeit zu dem Thema geschrieben, sollte sich also auch ein bisschen damit auskennen. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit Ihrem Talk Demokratische Entscheidungen in Online-Communities. Viel Spaß. Ja, hallo. Mein Name ist Nils Seidel. Ich danke recht herzlich für die Einführung. Und es wurde ja schon gesagt, ja, Open-Source-Projekte sind ein Beispiel für Online-Communities, wo demokratische Entscheidungen nicht so häufig stattfinden. Und in diesem Talk wollen wir ein bisschen der Frage nachgehen, woran das eigentlich liegt. Also liegt es daran, dass einzelne Personen da vielleicht kein Interesse daran haben, ihre Macht und ihre Entscheidungen mit anderen abzustimmen und etwas zu teilen? Liegt es daran, dass die Voraussetzungen nicht geschaffen sind, technischerseits so etwas überhaupt durchzuführen? Oder hat das vielleicht tiefergehende Gründe, die wir ja so einfach gar nicht lösen können? Aber es geht hier nicht nur um Online-Communities, wo es um die Softwareentwicklung geht im Open-Source-Bereich, sondern ich will den Rahmen etwas breiter fassen und mir alle möglichen Online-Communities ansehen, also auch kleinere, wo vielleicht auch nur Gruppen aktiv sind oder auch größere ganze Netzwerke, wo mehrere Communities zusammengefasst werden. Der Talk hier, den bestreite ich nicht alleine, sondern zusammen mit Alexander Hacker, und der hat am Beispiel von dem WordPress-Plugin mal dargelegt, wie man dann technischerseits einerseits diese Probleme lösen kann, also demokratische Entscheidungen herbeiführen kann, und andererseits hat er es auch eingesetzt in einer ja doch nicht so kleinen Community, und die nutzen diese Funktionalitäten. Ja, ich lege mal los. Zunächst nochmal die Frage, ja, was ist eigentlich so eine Online-Community? Und das ist immer dann, wenn mehrere Leute immer wieder zusammenkommen im Cyberspace, so sagte es Reingold 1994 in den Anfangsjahren, wo das so langsam losging. Also dann sprechen wir von einer Online-Community. Wir müssen natürlich immer unterscheiden, wie groß ist das Ganze. Ich würde sogar sagen, dass so selbst kleinere Gruppen von 3 bis 9 Nutzern schon so eine Art Community bilden oder zumindest dieses Problem auch wahrnehmen werden, was ich gleich noch im Anschluss erläutern werde. Aber Gemeinschaften, Communities an sich, die so weniger als 150 Teilnehmer haben, also einen Kreis bilden, wo theoretisch man alle aktiven Leute vom Namen her kennt oder so vielleicht sogar besser kennt. Das ist das eine Level, da hat man immer noch relativ viel Gestaltungsfreiheit, weil man das System, wo die Community aktiv ist, auch unter Kontrolle hat. Etwas komplizierter wird es, da kommen wir zum Level 2, wenn ein größeres Netzwerk oder eine Plattform mehrerer solcher Gruppen und Communities beherbergt. Also Beispiele dafür sind die großen Social-Media-Plattformen, Twitter vielleicht, Facebook auf jeden Fall, Instagram und so weiter. Dort sind dann also noch ein paar weitere Probleme zu klären. Ich sehe das hier als Ganze auch so ein bisschen als kein Gegenentwurf, aber als eine Ergänzung zu Cory Doctorow, der ja sich dafür einsetzt, dass diese großen Giganten, die Big Five, aufgeteilt werden. Ich glaube, dass durch die Aufteilung das Problem der Entscheidungsfindung und der Partizipation der Nutzer nicht gelöst ist, sondern wir müssen noch ein paar weitere
Fragen beantworten. Fragen zum Beispiel nach dem Eigentum. Wem gehört das Ganze? Wer sitzt auf der Infrastruktur? Wer stellt das Personal, dass das alles läuft? Und wer, ja, finanziert das Ganze auch? Demokratische Entscheidungen berühren natürlich auch organisatorische Fragen, nämlich wer sind die Mitglieder, wer darf mitmachen, wer darf nicht mitspielen, wer fliegt raus und nach welchen Regeln wird kommuniziert oder zusammengearbeitet. Die Technik ist auch interessant, weil natürlich kann man alles in Präsenz abstimmen, aber ihr wisst gerade selber, im Lockdown ist das gar nicht so einfach. Deshalb müssen wir das auch mit digitalen Mitteln tun, wenn wir in Präsenz zusammenkommen wollen. So wie jetzt bei so einem Talk in der Diskussion geht das auch, aber da werden nicht so viele Nutzer miteinander sich einigen können, weil die Diskussionszeit einfach zu lang ist. Deshalb ist auch die Frage, ja, wie muss das Design aussehen? Wie muss ein System konfiguriert sein? Welche Algorithmen werden wie eingesetzt, mit welchen Parametern? Damit das möglich ist. Das Ganze nochmal als Abgrenzung. Wir sprechen hier über Online-Communities. Nun gibt es ja eine ganze Reihe von gesetzlichen Rahmen, die auch Online-Communities betreffen, ne? Also Internet ist kein rechtsleerer Raum. Also Datenschutzgrundverordnung, Telemediengesetz sind nur wenige Beispiele von rechtlichen Instrumenten, die genau auch nicht nur real life gelten, sondern auch online. Damit beschäftigen wir uns aber nicht, weil ich glaube, dass staatliche Instanzen solche kleineren Streitigkeiten und Probleme, die in Communities auftreten können, das wird ja nicht so richtig gelöst. Es gibt allerdings natürlich ja, andere staatliche Gesetze, die sich nicht so um Cyberspace kümmern. Da gibt es auch ein paar interessante Sachen, wo man sich orientieren kann. Zum Beispiel das Vereinsrecht ist ja im Grunde ähnlich. Da ist eine Gruppe größer und kleiner, die haben so einen rechtlichen Rahmen sich gegeben und die organisieren sich. Es ist ein bisschen bürokratisch, das wollen wir im Digitalen nicht. Was es hier heute aber auch nicht geht, ist die Möglichkeit, mit Mitteln der E-Democracy, irgendwelche Online-Votings, irgendwelche Dinge im Real-Life zu verändern und zu beeinflussen, sondern die Frage, die hier im Mittelpunkt steht, ist, welche demokratischen Entscheidungen werden online von den beteiligten Personen getroffen und wirken dann und werden auch direkt umgesetzt in der virtuellen Zusammenarbeit zwischen den Leuten. Also das rote Fragezeichen kennzeichnet das hier. Jetzt, das Problem zeigt sich jetzt auf diesen zwei Leveln. Also Level 1 waren die kleineren Gruppen und Communities und Level 2 die größeren Netzwerke aus mehreren Communities. Nun haben wir ja zum einen ein Problem, wenn Personen oder auch Maschinen, wenn das Ganze automatisiert ist, ihre Interessen durchsetzen. Das kann so bei kleineren Gruppen darin münden, dass Personen ausgeschlossen werden oder gar nicht erst eintreten dürfen. Es kann sein, dass die Macht des Einzelnen sich dadurch äußert, dass Nutzerbeiträge einfach geändert werden, nicht veröffentlicht werden, zurückgestellt werden und so weiter. Und es gibt auch so gewisse Prozeduren, die festgelegt werden können, die der einzelne Community-Mitglied dann nicht unbedingt ändern kann. Also sie sind dann wie in Stein gegossen. Auf Level 2 ist das ein bisschen komplexer. Da spielen dann schon sowas wie Algorithmen eine Rolle bei der Suche und bei Empfehlungen. Ihr kennt das von YouTube, wenn euch immer wieder Videos empfohlen werden, die ihr gar nicht sehen wollt. Aber ihr habt eigentlich keinen Einfluss darauf, diesen Algorithmus irgendwie zu ändern. Selbst in eurem eigenen Channel sind euch da die Hände gebunden. Änderungen dieser Regeln sind auch schwer durchzusetzen. Facebook bietet zwar die Möglichkeit, um als Beispiel zu nennen, da Einfluss zu nehmen, Kommentare abzugeben, wenn sich Community-Guidelines ändern, aber großen Einfluss hat man darauf nicht. Gravierender wird das, wenn ganze Accounts gelöscht werden. Da ja, gibt es ja immer wieder mal die Fälle, dass Fake-Accounts gelöscht werden und dadurch ein paar andere Accounts mit betroffen sind. Und noch weniger Einfluss hat man als Nutzer einer Online-Plattform, wenn gewisse Features deaktiviert werden oder ganze Dienste abgeschaltet werden. Also da gab es in der Vergangenheit ja schon einige Beispiele von Google und so weiter. Weiteres Problem ist der Ausfall der Machtebene. Das kennt ihr vielleicht von kleineren Communities, in denen ihr aktiv wart, wo dann einmal der Admin untergetaucht ist oder krank geworden ist oder plötzlich irgendwie am Rad treten, was ganz anderes machen möchte und das irgendwie umbaut und keinem gefällt es mehr und das ganze System bricht irgendwie zusammen. Man kann nicht mehr vernünftig miteinander zusammenarbeiten und ja, dann haben alle das Nachsehen, weil der Admin hat irgendwie so ein Passwort und da kommt keiner ran und keiner kann was ändern. Hat so ein bisschen was mit der Systemarchitektur von Unix und allen davon abgeleiteten Systemen, die also hierarchisch organisiert sind, zu tun. Und da treffen sich auch diese Probleme, ne? Also wir sind es gewohnt, in unserer Gesellschaft demokratisch zu agieren. Wir haben ein demokratisches System. Da gibt es niemanden, der dauerhaft die Macht hat. Und zumindest gibt es Delegierte und Repräsentanten, die Einfluss nehmen können auf Entscheidungen. Und in technischen Systemen hat es auch eine gewisse
Bewandtnis, dass eben Entscheidungen nicht von jedermann geändert werden können, weil eben auch das System dann zusammenbrechen kann. Ja. Ein Ausfall der Machtebene kann aber auch sich darin äußern, dass einfach Inhalte flöten gehen und durch mangelnde Moderation zu viel Spam auftaucht, das alles nicht mehr richtig geordnet ist und dann ist das letzten Endes auch nicht mehr gut nutzbar. Auf Level 2 äußert sich das dann zum Beispiel darin, dass sowas wie Vandalismus auftritt. Die Wikipedia hatte in den ersten Jahren damit zu kämpfen, musste dann Bots definieren und auch strengere Regeln festlegen. Weiteres Problem sind dann auch so Fake-Accounts in dem Zusammenhang. Eine weitere Problemstellung, die dritte, ist die Kompromittierung. Also es können einzelne Nutzer, die über mehr Macht verfügen, absichtlich etwas zerstören. Also sind einfach nicht nur verfügbar, sondern die machen etwas kaputt, können Dienste abschalten, wenn sie mit Entscheidungen oder mit Personen nicht mehr im Einklang stehen. Und auf Level 2 gab es auch schon Beispiele dafür, wie Daten dann eben von Mitarbeitern, die in entscheidenden Stellen saßen, einfach gestohlen wurden. Nicht alle diese Probleme lassen sich durch demokratische Entscheidungen lösen, aber ich wollte hier das Problemset ein bisschen darlegen. Ganz kurz nochmal auf den Hintergrund. Wir sind also jetzt, wir beginnen ja nicht bei Null. Es gibt schon viele, die sich Gedanken gemacht haben, wie Communities gut funktionieren können. Ich habe hier ein paar Beispiele mitgebracht. Elinor Ostrom, die Nobelpreisträgerin, hat sich zu Regeln ausgearbeitet, wie Gemeinschaften, Gemeingüter verwalten können, und Wissen ist ja ein Gemeingut, da ist wohl eher das Problem der Unterinanspruchnahme. Das heißt, wenn Wissen anderen verwehrt wird, kann es nicht genutzt werden und nicht seine Wirkung entfalten. Und Elinor Ostrom ist sich auch vollkommen bewusst gewesen in den 2000er Jahren und 90er Jahren auch schon, dass gewisse Entscheidungen abgestimmt werden müssen, dass es zum Teil Konsens bedarf. Also da gibt es ein großes Set an Literatur, wo auch Studien durchgeführt wurden, in denen man lernen kann, wie so etwas ins Digitale übertragen werden kann. Ian Bogost hat sich mit Computerspielen beschäftigt und dadurch, wie gewisse Prozeduren und Regeln, die in den Games implementiert sind, darauf auswirken, Leute zu überzeugen oder die Überzeugung und Einstellung von Menschen zu verändern. Also Dinge, die in der virtuellen Welt funktionieren, gehen dann für Nutzer davon aus, ja, das muss ja in der Realität auch ähnlich sein und auch umgekehrt. Das Ganze kann man auch von den Spielen auf Online-Communities übertragen, denn auch da gibt es gewisse Regeln. Ich habe Möglichkeiten, mich auszudrücken, zu kommunizieren, und ich habe auch gewisse Einschränkungen, die mich daran hindern. Und so eine Auffassung einer hierarchisch strukturierten Community im Netz kann auch dazu führen, dass ich selbst darauf denke, okay, das ist doch besser, wenn es so einen Anführer gibt, der die Macht hat und entscheidet, wer etwas sagen darf und nicht sagen darf, dann können wir das im realen Leben auch tun. Oder wenn ich online kommuniziere und diskutiere und ich kann sagen, was ich will, das wird nicht moderiert, dann denke ich doch, ja, da kann ich das in der Öffentlichkeit im Real Life auch sagen. Und diese Bedeutung, der sind sich Designer eigentlich schon immer bewusst, man führt ja auch so Usability-Studien durch, ob sich die Nutzer wohlfühlen dabei, aber das hat eben noch weitere Auswirkungen auch auf die Meinungsfindung in Gruppen. Gesellschaftlich relevant wird das Ganze, weil große Communities insbesondere ja Einfluss ausüben auf Politik, Medien und Gesellschaft. Wir kennen das alle, dass Social Media die klassischen Medien zum Teil verdrängen, also insbesondere im Lokaljournalismus ist das der Fall. Es gibt eine polarisierende und demagogische Wirkung, die von den Inhalten ausgeht. Also das kann durch Algorithmen bei YouTube passieren, die immer wieder extremere Beispiele vorbringen. Und wir finden das auch beim Thema Fake News insbesondere. Ein Beispiel dazu sind noch diese Gruppenadmins. Also wenn jemand bei einer Graswurzelbewegung als Admin eine Gruppe aufmacht und der Erste ist sozusagen, dann folgen auf einmal sehr viele Leute, die Gruppe wird recht groß und für Medien und Politik ist dann diese Person, die diesen administrativen Akt vollführt hat, einfach eine Gruppe gegründet hat, auch gleichzeitig der Ansprechpartner. Und das verzerrt so ein bisschen, weil die Person wurde nicht gewählt, sie war einfach als Erstes da. Und das Problem für uns als Gesellschaft ist auch oft, dass wir in diesen Systemen, also sei es bei großen Netzwerken, Facebook und Twitter, wir sind ja so ein bisschen da gefangen. Also wenn uns da irgendwas nicht gefällt, wir können nicht einfach sagen, ja okay, jetzt ändern wir das mal, sondern uns sind die Hände gebunden. Das Einzige, was wir tun können, ist mit den Füßen abstimmen und ein anderes System wählen. Ich bringe ein paar Lösungsansätze mit. Einen davon haben wir selber gebaut mit dem Alex zusammen. Zunächst erstmal gucken wir nochmal into the wild, was gibt es da? Zum einen zum Thema Abstimmung und Wahlen.
Um den Ausschluss und die Aufnahme von Personen ein bisschen demokratischer zu organisieren, empfiehlt sich das Web of Trust. Also man muss eine gewisse Akzeptanz bei anderen Mitgliedern finden, um aufgenommen zu werden. Bei der Wikimedia Foundation beispielsweise werden einige privilegierte Rollen durch Wahlen bestimmt, also Stewards, Application Committees und das Board selber auch. Bei Stack Exchange kann man Moderatoren beispielsweise wählen, das kennen wir, und Gruppenbildung, also zum Beispiel in Lernprozessen, die kann anhand von Kriterien ausgeführt werden und unterliegt ein bisschen dem Zufall und es kann bis dahin gehen, dass Losverfahren umgesetzt werden. Die Abstimmung von Themen, da gibt es auch ein Beispiel aus der Open-Source-Entwicklung, nämlich die Projektmailinglisten der Apache Software Foundation. Dort soll eigentlich Konsens bei Fragestellungen erreicht werden. Und das heißt also, ein Veto eines Mitglieds reicht aus, um ein begründetes Veto natürlich kann ausreichen, um eine Entscheidung abzuwehren. Es wird immer gefragt, na ja gut, Abstimmung online, das kann ich ja nicht machen, da habe ich ja gar keine Zeit dafür, wenn da ständig was kommt und die meisten würden ja eh nicht mitmachen. Deshalb ist da zu überlegen, inwieweit die Stimmübertragung, also Transitive Voting ist hier das Stichwort oder Delegate Voting, wie weit das eine Rolle spielen kann. Ich gebe also meine Stimme einer vertrauenswürdigen Person, von der ich meine, die hat Ahnung, die hat Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Das wurde ja vielfach schon Zusammenhang mit Liquid Feedback und ähnlichen Plattformen in den letzten Jahren bei der Piratenpartei beispielsweise diskutiert. Dann gibt es auch Group Decision Support Systems, da werden aber eher so kreative Prozesse innerhalb von Gruppen abgestimmt, sodass man dann also sich für eine Designentscheidung beispielsweise per Abstimmung entscheidet. Was ich hier ausnehmen möchte, sind so Aspekte der Selbstmoderation. Also ihr kennt das vielleicht von Stack Exchange, Stack Overflow und so weiter. Dort kann man ja zwar entscheiden, ja, welcher Beitrag, welche Antwort weit oben erscheinen soll. Und viele glauben, also zumindest viele meiner Studenten glauben immer, ja, damit habe ich ja schon Einfluss auf die inhaltliche Gestaltung und auf die Inhalte, die dargestellt werden. Aber leider ist dem Ganzen unter ein Problem inne, dass die Regeln für diese Abstimmung und Voting-Mechanismen, die unterliegen natürlich nicht dem Einfluss der Nutzer, sondern die werden von der Plattform, von dem Plattformbetreiber festgelegt. Das heißt, wenn die Regeln irgendwie ändern und mich ausschließen, weil ich einfach zu wenig Programmiererfahrung habe, habe ich einfach keine Chance, dort mitzuwirken. Insgesamt steht hier ein bisschen die Frage im Raum, wer legt eigentlich das initiale Abstimmungsverfahren fest? Also wer sagt, dass es ein Web of Trust sein soll? Wer sagt, wie das transitive Voting konfiguriert werden soll? Also auch das ist ja schon eine Machtentscheidungen und ihr kennt die Auseinandersetzung in Deutschland, wenn das Wahlrecht geändert werden soll, dann ist es immer ein sehr zäher Prozess. Aber diese Frage wird in vielen Online-Plattformen einfach gar nicht gestellt. Gehen wir zum weiteren Punkt, die Konfliktlösung. Auch ganz klar, online geraten Leute aneinander, haben unterschiedliche Auffassungen, es gibt immer wieder Streits. Von der Wikipedia ist das bekannt, die Edit Wars, also zwei oder mehrere Autoren können sich nicht einigen, wie ein Artikel genau formuliert werden soll. Und aus diesem Grunde hat in der Wikipedia haben die Arbitration Committees oder Schiedsgerichte eine sehr wichtige Funktion. Allerdings nimmt das auch ein bisschen ab, kann auch damit zusammenhängen, dass die Zahl der Autoren bei Wikipedia rückläufig ist und dadurch weniger Konflikte entstehen und sich die breite Öffentlichkeit dann nicht mehr so sehr an den Beiträgen beteiligt. Also im Jahr 2020 waren es gerade mal 7 Fälle, über die da in diesem Komitee entschieden werden musste. Bei Facebook ist es etwas kritischer, sehe ich zumindest so. Da gibt es oftmals Probleme damit, dass Inhalte gelöscht werden, die ja nicht gelöscht werden sollten. Das ist kürzlich wieder von Parteien, von wichtigen Persönlichkeiten beispielsweise, aber auch von normalen, unbescholtenen Nutzern. Da kann man sich beim Oversight Board beschweren. Dieses Board wurde erst am 22. Oktober diesen Jahres eingerichtet. Aber ihr seht hier rechts die Bilder. 16 Personen aus der ganzen Welt sollen für die Millionen von Nutzern zuständig sein. Also bis zum 1. Dezember hatten sie 20.000 Beschwerden. 5 davon haben sie bearbeitet. Ich bezweifle, dass die wirklich arbeitsfähig sind. Weitere Ideen in der Richtung sind Ombudspersonen, an die man sich vertrauensvoll wenden kann. Es geht in Richtung Whistleblowing auch. Members Advocate hat man bei der Wikipedia ausprobiert, dass es also einen Anwalt gibt, der die Nutzer verteidigt gegenüber dem Betreiber. Sehr interessant. Und was es, soweit ich weiß, überhaupt noch nicht gibt, ist so etwas wie eine
Nutzervertretung, also ihr kennt Arbeitgebervertretung, Betriebsräte in Unternehmen. Und wenn ihr euch vorstellt, dass ihr als Nutzer einer großen Plattform auch dazu beitragt, dort etwas zu produzieren, Wissen zu generieren, dann seid ihr auch irgendwie ja, Arbeitnehmer. Ihr kriegt zwar keinen Lohn dafür, aber es gibt keinerlei Form, dass ihr in einer Weise dort vertreten seid. Es gibt kein Gremium, was gewählt ist und was bei Problemen einschreiten kann. Das ist kritisch. Noch kritischer wird es, wenn wir die technischen Fundamente anschauen. Also wem gehört die Plattform? Ich hatte es am Anfang schon gesagt, die Machtfrage des Eigentums. Wer hat die Server dahingestellt? In welchem Rechenzentrum läuft das Ganze? Da wird es schwierig. Bei kleineren Communities kann man sich darauf einigen, dass die Beteiligten vielleicht eine Kooperative gründen. Ganz im Sinne von Trebor Scholz, der seit vielen Jahren aktiv ist in dem Bereich und Leuten zeigt, wie man Kooperativen gründen kann. Ich habe hier ein paar Beispiele aufgelistet. Häufig gibt es das bei Hosting-Community-Kooperativen, dass sich also mehrere Leute zusammentun und einen Hosting-Dienst aufbauen. Aber es gibt auch spannende Beispiele, wie Datenkooperativen funktionieren können, um beispielsweise Patientendaten zu verteilen. Die Links, die hier in den Folien sind, die findet ihr dann alle in den Slides, die auf meiner Webseite noch zu sehen sind. Ihr könnt ihr dann später nachvollziehen. Eine weitere Möglichkeit, oder was heißt Möglichkeit, eigentlich eine Grundvoraussetzung sind offene Standards, weil wenn ich mit offenen Kommunikationsprotokollen arbeite, dann kann ich meinen Nutzern in der Community die Möglichkeit geben, vielleicht einen anderen Client zu verwenden, der ihnen mehr zusagt. Das heißt, wenn mir die Farbe, der Hintergrund oder irgendein Feature nicht gefällt, dann kann ich bei, weiß ich nicht, RSC oder XMPP mehrere Plattformen nutzen, die mir den Zugang zu diesen Protokollen und somit auch den Kontakt zur Community ermöglichen. Föderierte Systeme sind da ein Beispiel dafür, Mastodon, Diaspora oder Element, was früher immer Riot hieß, bieten solche Möglichkeiten. Löst noch nicht alle Probleme, aber zumindest die technische Basis wird auf breitere Schultern gestellt. Dass solche Systeme, wenn es um demokratische Entscheidungen geht, Open Source Code aufbauen sollten, ist selbstredend, weil wenn ich nicht nachvollziehen kann, um was es da geht, ist das schwierig. Und gerade auch Entscheidungsalgorithmen bei Empfehlungssystemen oder Suchen müssen natürlich selbsterklärend sein, weil sonst ja, kann ich auch nicht mehr nachvollziehen, warum mir etwas empfohlen wird. Da gibt es aber jetzt auch gesetzliche Bestrebungen, um das zu ändern. Kommen nun zum Anwendungsbeispiel. Hackers Democracy ist es genannt. Hacker ist der Name von Alex und er wird jetzt euch ein Plugin vorstellen, wo einige dieser Fragen für eine Community beantwortet wurden. Bitte schön, Alex. Hi. Einige von den Problemen, die ich Ihnen jetzt gerade vorgestellt habe, habe ich versucht, in diesem Plugin zu verarbeiten und dafür einige Lösungen zu finden. Ziel von diesem Plugin ist es gewesen, eine einfache Kommunikation innerhalb einer bestimmten Community herzustellen und die Entscheidungsfindung der Mitglieder untereinander zu fördern. Hier geht es speziell um eine Gruppe von unterschiedlichen Institutionen in einem lokalen Kreis, dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg, die gerne Hinzugezogenen, hauptsächlich Flüchtlingen, ein digitales Angebot liefern wollten, über alles das, woran die sich so wenden können. Das heißt Bildung, Arbeit etc. Nicht nur für Flüchtlinge, sondern generell für andere Personen, die neu im Landkreis sind. Und diese Institutionen, die waren sehr vielfältig aufgestellt, von religiösen Trägern über den Landkreis selber und die Städte, die vor Ort sind. Sind da verschiedene Leute zusammengekommen, die auch untereinander keine Hierarchie gehabt haben. Deswegen hat es sich sehr gut geeignet, hier eine demokratische Geschichte auf die Beine zu stellen. Ich habe mir mit den Gedanken darüber gemacht, was die Lösung können soll. Und wie bereits gesagt, die Entscheidungsfindung zwischen den unterschiedlichen Organisationen fördern und vor allem den Konsens zwischen alle diesen Personen sicherstellen, so weit wie möglich. Das Plugin selber ist in WordPress entstanden. Zum einen gibt es hier für die Verteilung von Informationen an Flüchtlingen bereits eine Plugin-Gruppe, die sich Integrate schimpft.
Auf der anderen Seite allerdings auch hat WordPress mittlerweile nach aktuellen Statistiken 39% aller Websites und damit 64% aller CMS-basierten Websites für sich beansprucht. Sind natürlich nicht alles Communities an der Stelle, sondern Webseiten an sich, aber wenn man sich anguckt, dass das beliebteste WordPress-Plugin für Foren schon über 300.000 aktive Installationen hat, ist es, glaube ich, weiter interessant, auch hier WordPress weiter zu verwenden. Was kann jetzt was? Bereits WordPress hat ein Rollenmanagement mit drin, was hier schon eine ganze Menge Arbeit abnimmt. Von Integrate selbst kam ein Revisionen-Plugin. Es gibt natürlich auch andere Revisionen-Plugins, aber da es schon vorhanden war, ist es gleich mit benutzt worden. Was habe ich gemacht? Ich habe eine Rollenverteilung durch Wahlen mit implementiert. Ich habe ein Vier-Augen-Prinzip weiter fortgeführt für den Beitritt und den Ausschluss von Mitgliedern sowie auch für den Beitritt und Ausschluss von Mitgliedern für die Revisionen von den Beiträgen weitergeführt. Außerdem sind zum einen ein Regelwerk durch Wahlen abstimmbar und eine vielleicht interessantere Geschichte ist, dass auch feste Optionen, die das Plugin bietet und wo es möglich ist, auch darüber hinaus weitere Optionen von WordPress selbst später mit anzubinden, tatsächlich wählbar gemacht werden von der Community. Außerdem lässt sich der Admin auch vom Content ausschließen. Das ist natürlich eine technische Geschichte. Wer das Datenbankpasswort hat, der kann natürlich schalten und walten, wie er möchte. Aber ganz so einfach wie Adminrechte rein und im WordPress schnell was ändern, das geht dann nicht mehr. Nils, danke. Ja. Was habe ich gemacht? Zum einen die Rollenverteilung. Kannst du mal nach der Präsentation kurz schauen? Da hat was mit dem Übergang nicht geklappt. Oh. Stimmt. Ja. Ist es jetzt richtig? Nein, fast. Ja. Nein. Gut. Gut, ich spreche trotzdem weiter. Ich habe ein paar Screenshots hier an der Stelle für euch vorbereitet. Zum einen möchte ich hier darstellen, an dieser Stelle, wie denn organisatorische Regeln gesetzt werden können und wie das Setzen von Optionen nach der gleichen Art und Weise möglich ist. Zum einen sind hier verschiedene Wahlvorgänge möglich, die... Geh mal eine Folie zurück. Ach nein, doch, ja, perfekt. Danke, Nils. Die Rollenverteilung und die Optionsverteilung durch Wahlen ist möglich. Nicht nur einfach durch eine relative Mehrheit und gut ist, sondern schon weitgehend ausdifferenziert in verschiedene relative Mehrheiten mit verschiedenen Prozentsätzen. Dadurch auch eine Mindesthürde wählbar. Es gibt auch absolute Mehrheiten und darüber hinaus auch ein Losverfahren, was das Ganze sogar noch ein bisschen beschleunigen kann, die demokratische Entscheidungsfindung. Darüber hinaus sind diese Verfahren alle mittels Proxy-Voting angebunden, sodass ich meine Stimme auch jemand geben kann, wie Nils es schon gesagt hat, von dem ich meine, dass er Ahnung hat, einen Vertrauensbenutzer einstellen, der für mich wählt. Eine Folie weiter. Genau. Da sind wir nämlich an der Stelle beim Setzen von organisatorischen Regeln und den technischen Operationen, wo auch hier eingestellt werden kann, ob der Admin mitberechtigt ist, was zu ändern oder eben nicht. Außerdem, auch wenn der Admin berechtigt ist oder irgendjemand Rechte daran hat, Optionen zu ändern, ist es ausgeschlossen, solange eine Wahl stattfindet. Denn wir wollen ja unterbinden, dass gerade das dann passiert, dass eine Wahl unterwandert wird. Außerdem ist eine initiale Abstimmung von Teilnehmern notwendig, um die Plattform überhaupt erst zum Laufen zu bekommen. Wir sehen das bei Vereinen,
dass normalerweise eine initiale Abstimmung über die Satzung erforderlich ist, damit der Verein überhaupt erst zustande kommen kann. Eins weiter, Nils. Darüber hinaus ist es allen Benutzern möglich, selbst Benutzer vorzuschlagen oder eben auch einen Ausschluss vorzuschlagen, wenn sich jemand nicht benommen hat. Oder in unserem praktischen Fall waren es häufig Benutzer, die einfach nicht mehr der Aufgabe, die für diese Aufgabe nicht mehr eingesetzt waren, die einen Arbeitgeber gewechselt haben oder ähnliches. Oder eben, wenn jemand gesagt hat, hey, hier, der passt aber auch nochmal zu uns, lass den noch mit einladen. Das Ganze ist dann von einem Benutzer höherer Rechte besiegelt worden. Diese höheren Rechte wurden, wie ich gesagt habe, auch durch Wahl vergeben. Und solche Benutzer können dann angenommen oder abgelehnt werden. Wenn sie angenommen werden, steht offenbar ein Konsens da. Wenn sie abgelehnt werden, eher nicht. Und für Ablehnung müssen auch Gründe vorliegen. Die werden dann auch einsehbar für alle und transparent durchgeführt. Das Plugin hat auch noch eine ganze Menge offene Punkte, über die man sich Gedanken machen könnte. Im Moment hat es eine Abhängigkeit von den Integrate-Plugins, zumindest zum Teil. Das könnte gelöst werden. Interessant wäre sicherlich, in weiteren Communities Logdaten auszuwerten, wie denn das Plugin eigentlich verwendet wird, welche Funktionen tatsächlich benutzt werden. Die technische Qualität könnte durchaus überarbeitet werden. Und da wir ja hier alle Hacker sind, ist eine Kompromittierungsanalyse sowohl technisch, allerdings auch organisatorisch eine interessante Sache. Wie kann man sowas unterwandern, unabhängig vielleicht von der technischen Seite? Proxy-Voting haben wir jetzt schon zweimal angesprochen. Da ist es noch interessant, vielleicht einen Proxy, einen Dämpfungsfaktor einzubauen. Das bedeutet, je weiter meine Stimme weitergereicht wird, weil mein Vertrauensbenutzer könnte ja durchaus auch Vertrauensbenutzer haben und dann entsteht eine Kette, dass sie, je weiter sie gereicht werden, weniger wert sein könnten. Außerdem habe ich angesprochen, dass es ein Vier-Augen-Prinzip an einigen Stellen unterstützt. Interessant wäre, das Ganze auf ein N-Augen-Prinzip umzubauen und es als eigenes Modul auszulagern. Und was bisher auch fehlt, sind wiederkehrende sind Wahlperioden, sodass Benutzer mit höheren Rechten auch fortlaufend wieder gewählt werden müssen. Das ganze Plugin ist mit der MIT-Lizenz lizenziert. Wer das weiterentwickeln möchte in seinem Interesse, bitteschön. GitHub-Link haben wir hier. Ja, ich komme jetzt zum Fazit des Vortrags. Wir haben also vorgestellt, welche Problemstellungen sich zeigen, wenn demokratische Entscheidungen in Online-Communities erwogen werden. Und wo das bereits umgesetzt wurde, haben wir an Lösungsansätzen gezeigt. Alex hat ein Anwendungsbeispiel mit Hackers Democracy hier vorgestellt, was im Einsatz ist. Momentan ist es ein bisschen umgebaut und so, aber es gibt eine Community von 60 Leuten, die damit gearbeitet haben, die es auch akzeptiert haben, weil das wurde in einem Design-Based Research in einem iterativen Gestaltungsprozess mit den beteiligten Nutzern entwickelt. Also sie wurden da nicht ausgeschlossen. Und insgesamt können wir aber als Fazit ziehen, dass demokratische Mitbestimmung in Online-Communities noch recht unterentwickelt ist, dass es da noch sehr viel Raum gibt, dass das Thema insgesamt wenig Beachtung findet. Ganz klar, weil die Plattformbetreiber und viele, die jetzt gerade in die Kontrolle über Communities und die Systeme haben, kein großes Interesse haben, da etwas zu ändern und weil es ja auch einen Aufwand finanziellerseits und sowas bedeutet. Insgesamt muss man natürlich die Grenzen auch ein bisschen sehen. Ne? Das Ganze darf nicht zu einer Bürokratisierung führen, wie das bei Wikipedia oft der Fall war. Also dort war man sehr ambitioniert und hatte Lösungen ausgearbeitet, die von Juristen kamen, aber letzten Endes eine Community keine Anwendung fanden, eher zu einer Abschreckung führten, sodass weniger Leute bereit waren, einen neuen Artikel zu schreiben. Es muss überlegt werden, welche Entscheidungen und Abstimmungen eigentlich wirklich relevant sind und wie häufig Nutzer damit konfrontiert werden mit solchen Wahlentscheidungen. Wahlbeteiligung sinkt, je häufiger Abstimmungen stattfinden. Das kennen wir im Real Life auch. Es kann durchaus sein, dass gewisse Entscheidungen Einfluss auf das Geschäftsmodell haben, sprich sogar schädlich sind für den weiteren Betrieb einer Plattform. Also wenn ihr euch vorstellt, dass die
Recommender bei YouTube gravierend sich ändern, sodass die Leute weniger Verweilzeit auf dem System haben, dadurch die Werbeeinnahmen von dem Unternehmen sinken und das nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Also auch das kann eine Konsequenz sein des Einflusses von Nutzern. Und letzten Endes, wie Alex auch schon gesagt hat, der technischen Zugänge sind, die Zugänge sind nicht wirklich demokratisch regelbar. Also wir können nicht festlegen, dass irgendjemand Zugriff auf die Datenbank und den Server haben soll, weil dann geht es ans Eingemachte und da braucht es eine gewisse Kompetenz und da kann man überlegen, ob man mit einer Merokratie, also das wirklich nur Leute zulässt, die ausgewiesen sind, denen man da auch vertrauen kann, dass sie das System im Griff haben. Ja, ich danke recht herzlich fürs Zuhören und freue mich auf Fragen. Ja, also vielen Dank für euren super interessanten Talk und auch, dass ihr mal dargestellt habt, was so die Alternative zum klassischen BDFL-System sein kann. Und ja, wir haben aktuell 3 Fragen. Einmal, wie genau wird organisatorisch sichergestellt, dass zur Wahl stehende selbst nicht manipulieren? Und dann in Bezug auf die Frage direkt, ob das dann über ein separat administriertes System laufen soll? Mhm. Die erste Frage habe ich nicht ganz verstanden. Also, aber ich fange mal mit der zweiten an. Also ob man das über ein separates System laufen lassen sollte, bin ich nicht der Meinung. Es gibt bislang nur konzeptionelle Arbeiten dazu, dass man wie so ein Democracy-Layer in Plattformen einzieht, was dann diese Funktionalitäten bereitstellt. Und nichts anderes hat Alex ja getan mit seinem Plugin. Das ist so ein Layer, der Admin wird getrennt. Es gibt Abstimmungen und daraufhin werden Rollen vergeben und auch gewisse Prinzipien und Regeln, Optionen festgelegt. Und das ist, denke ich mal, vom Design, von der Architektur her, von so einem System in den meisten Fällen möglich, so etwas einzuziehen. Also ich finde nicht, dass es jetzt eine Demokratieplattform geben muss, wo man dann extra nochmal irgendwie hingeleitet wird, die dann ganz anders aussieht und die dann umständlich konfiguriert werden müsste. Es müsste aus einem Guss kommen, an dem Ort, wo ich lebe, will ich auch abstimmen. Das ist in der Realität ja auch so. Okay, die erste Frage war, wie genau wird organisatorisch sichergestellt, dass selbst zur Wahl stehende nicht den Wahlcomputer manipulieren können? Ist das jetzt bezogen auf das WordPress-Plugin oder allgemein? Sowohl als auch, ich sehe gerade, die Frage ist durchgestrichen, die scheint sich also schon mit eurer Antwort auf die zweite Frage beantwortet zu haben. Genau, also wenn die Wahlregeln per Quorum definiert wurden, dann kann man das ja eigentlich nicht beeinflussen und den Abstimmungsprozess selber, also wenn die Person nicht der Admin ist und irgendwas in Zugriff auf Datenbank hat oder auf irgendwelche Einstellungen im WordPress selber, dann ist das damit im WordPress zumindest ausgeschlossen. Siehst du das anders, Alex? Nein, gar nicht. Ich persönlich als Admin muss auch noch hinzufügen, dass das der Ausschluss eines Admins auch für den Admin noch starke Vorteile hat, denn dann kann kein User mehr zu ihm kommen, kannst du mal schnell. Okay, dann habe ich noch, wie wird bei intransparenten digitalen geheimen Wahlen mit weiteren Abhängigkeiten, zum Beispiel Admin steht nicht selbst zur Wahl, ist aber von zu wählender Person abhängig, umgegangen? Ist von der zu wählenden Person. Wieso soll der von der zu wählenden Person abhängig sein? Also das war auch gerade das Anliegen, das zu trennen. Okay, ich glaube, die Idee dahinter ist halt, dass dann zum Beispiel der Bezug war, wie genau wird der Admin getrennt? Also wenn jetzt zum Beispiel dann ein Vorstand den Admin ernennt, ist der Admin ja trotzdem indirekt vom Vorstand abhängig. Ich glaube, so ist das hier gemeint. Gut, das ist eine organisatorische Frage. Also überlegen wir da, ob der Vorstand den Admin absetzen könnte oder umgekehrt. Umgekehrt geht es nicht, weil die Organisation ja trotzdem weiter besteht.
Gut, das ist nochmal das Henne-Ei-Problem so ein bisschen, ne? Also wer bestimmt eigentlich, wer Admin ist? Also auch das müsste eigentlich demokratisch irgendwie durch eine Abstimmung gelöst werden. Wir betrachten jetzt hier auch nur so ein Community-System, weiß ich, so eine Plattform, auf der man sich austauschen kann, um über andere Dinge zu entscheiden vielleicht oder Inhalte, die veröffentlicht werden, wie jetzt hier in dem Beispiel. Wenn jetzt, ich glaube, man sollte nicht auf dem System selbst arbeiten und was man dann auch verändern möchte. Also wenn das Ziel der Community ist, meinetwegen WordPress zu verbessern und die genau an dem System rumschrauben, an dem da Änderungen vorgenommen werden sollen, dann beißt sich die Katze ein bisschen in den Schwanz. Das muss man also besser trennen. Das Feature war auch mit der konkret dieser Community diskutiert worden und die haben das eindeutig abgelehnt, auch den Admin demokratisch wählbar zu machen. Okay, dann, Aus fachlichen. genau, dann hätte ich noch eine letzte Frage. Euer Fokus richtete sich ja vor allem um Organisation innerhalb eines abgeschlossenen Systems. Wie ändert sich Mitbestimmung, wenn es um Mitbestimmung zwischen vielen verschiedenen Plattformen, zum Beispiel Mastodon-Instanzen, geht? Sehr gute Frage. Also da geht es dann vielleicht um Fragen, wie muss das Protokoll verändert werden, damit weitere Features möglich sind oder Probleme behoben werden. Das könnte so eine Fragestellung sein. Ja, für verteilte oder föderierte Systeme habe ich da keine Lösung. Das hieße dann, dass Abstimmungsverfahren ja auf allen möglichen Mastodon-Instanzen umgesetzt werden müssten. Oder man betrachtet das eben so, dass man das nur für eine Instanz eben umsetzt und die Nutzer dann sozusagen selber entscheiden wollen. Ja, möchte ich mitbestimmen, möchte ich Einfluss haben, dann wechsle ich dort rüber. Dann kann ich das tun. Und wenn ich das nicht möchte, wenn mir das egal ist, dann bleibe ich eben in der Instanz, wo ich gerade bin und diese Features nicht zur Verfügung habe. Aber ich habe jetzt keine Idee, wie man das dann vereinheitlicht für alle Instanzen. Aber Okay. das schreit dann ja fast nach einem dritten System oder einem unabhängigen System, wo dann diese Entscheidungen stattfinden. Okay, Das wäre vielleicht der Fall für die erste Frage. dann vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt heute. Schön, dass ihr, wenn auch virtuell, da wart. Viel Spaß noch beim restlichen Kongress und euch noch, und vielen Dank für euren Sachverstand. Viel schönen Tag euch noch. Danke euch Dank. auch. Tschüss.